Der hat ein blaues Maul, das ist einer mit einem blauen Maul. Der ist blau. Blau und grün. Das ist der Seite der Elefanten. Er ist wirklich ein blaues Maul. Oh, jetzt. Also auf jeden Fall jetzt auf den 1 Gramm. Der hat ein blaues Maul, das ist einer mit einem blauen Maul. Und einem 2,5er Life Impact. Okay, jetzt bin ich nass. Du bist ein bisschen wütend. Hier ist ein Hecht eingestiegen. Das war ein ziemlich wütender Hecht. Springt. Mal gucken, ob ich den noch mal. Super. Ja, der ist blau. Blau und grün. Das ist eine sehr, sehr geile Färbung. Geil. Auf der Ultralight macht er natürlich schon heiden Spaß. Hängt auch gut. Mal gucken, ob er noch mal. Ja, genau, der hat wirklich ein blaues Maul. Ah, sehr, sehr wütend. Ich hoffe, der geht nicht ab. Nimm einen Catcher, ist besser. Warte mal, ich werde ihn mal am Springen hindern. Ein bisschen auspowern. Und eingesackt. Jawohl. Der hat wirklich ein blaues Maul. Das ist eigentlich so. Das Gute ist an dem Großfischkescher, dass alle großen Fische reinpassen. Ja, ach du Scheiße, ey. Wie greife ich einen Hecht daraus? Ja, die Frage ist, wie greife ich einen blauen Hecht heraus? Ja, ist ja. Hast du, filmst du? Ich filme. Ich wollte eigentlich jetzt ins Maul zeigen. Und das ist blau. Das ist richtig blau. Grün-blau. Wahnsinn. Hatte ich noch nie so ein Hecht. Tschernobyl sei Dank. Röter sei Dank. Röter sei Dank. Keine Ahnung, was ist das hier für ein... Ja, leider kann man den Fernseher dann nicht drehen. Also bei Videoaufnahme nicht drehen. Ah, gut. Ja, soll ich nicht machen. Soll ich das jetzt so lassen oder nochmal drehen? Nee, drehen wir nochmal. Genau, das ist gut. Zurück in sein Element, würde ich meinen. Genau. Also... Keine Angst, das Blut stammt nicht vom Hecht. Hier an meinen Finger, sondern... Das ist meins. Na, blau-grüner Hecht. Wie sieht's aus? Da geht er. Leider spiegelt das, aber. Ah, naja, passt schon. Geil, Mann. Dieses Video lautet, wie bescheuert muss man eigentlich als Hecht sein. Ich habe den Hecht gerade gefangen, mit einem anderen Köder, mit einem Swimbait, mit auch einem Hightech Fat Impact. Da gibt es Bilder von. Ich habe jetzt den kleineren Köder dran gemacht, um ein paar Barsche zu fangen. Hab eingeholt, gejiggt, ganz normal. Kam er aus dem Ultraholz geschossen, hat sich den nächsten Köder geschnappt. Wieder ein Kitech Fat Swing Impact, diesmal in 2,8 Zoll. Der ist doch eigentlich bescheuert, oder? So, ich werde ihn jetzt mal versorgen. Anscheinend hat es ihm echt viel zu gut hier bei mir gefallen. Hier auf, man sieht den Köder, der hängt jetzt hier. Genau, der Köder hängt hier und an der Seite hat er schon eine Verletzung. Das ist gerade von meinem anderen Jig passiert. Merkt euch diesen Kopf, hier das Maul, der ist bescheuert. Und auch noch grün dazu. Seht ihr euch das? Ja, ist grün. Okay. So, na dann. Ich glaube, wenn ich Release Nummer 2 in 10 Minuten. Ah, diesmal kennt er die Prozedur. Verschwindet wie in demselben Unterholz. Probieren wir weiter.
Vielleicht kann ich ihn nochmal fangen. So, hier ist meine Kühe Nummer 3. Ist gerade auf einen kleinen Cupido eingestiegen. Ich habe gelesen, dass es immer wieder Fragen zu den Hechten gibt. Hier, das ist kein Fink. Und die hängt ja gar nicht richtig. Ist sie komplett grün. Man sieht, total grün. Grün, grüne geht es nicht. Und das ist jetzt auch eine kleine mit Bisswunden. Sprich, ups, also, ja genau. Sprich, die können sich hier regenerieren und können hier lieben. Eingestiegen auf einen kleinen Cupido, wobei, wenn man das richtig jetzt sieht, der gar nicht hängt. Beim Rausheben hat es ihn genommen. Naja, gut. So, hier nochmal die kleine. Damit es in dem See weiter gute Hechte gibt. Warum? Keine Ahnung.